Hallo Vlog! Wir haben Samstag und wir machen mal etwas anderes, außer immer nur 75 Challenge. Wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt. Wir machen unseren täglichen Outdoor-Spaziergang. Oh Scheiße, ich habe den Tracker nicht angemacht. Hallo Vlog, Session 2. Also ich habe den Tracker jetzt angemacht, damit ich weiterleben kann. Wenn ich nicht tracke, weiß ich nie, wie lange ich gelaufen bin. Meistens resultiert das dann darin, dass ich einfach länger laufe, als ich muss. Wir gehen jetzt zum Thalia und da gibt es heute so eine Aktion, dass wenn man sich so ein Büchlein von Leuchtturm kauft, also die, wo man selber was reinschreiben kann, dann kann man das irgendwie gravieren lassen. Und ich möchte das machen. Ich möchte mein persönliches Leuchtturm-Büchlein haben, wo dann was draufsteht. Ich weiß noch nicht was. Und du, möchtest du das auch haben? Deswegen ist das auch der Grund, warum ich mitgehe. Sie hat mich angefixt, ein orangenes Buch zu kaufen und dass ich Dragon Ball drauf gravieren lassen kann. Und wenn das jetzt nicht geht, bin ich am Sicken. Wir wissen halt leider nicht, ob man auch die Farbe der Gravur aussuchen kann. Weil das wäre halt cool, wenn das bei dir dann blau wäre. Und ich hätte gerne ein rotes Buch mit Gold. Aber ich weiß nicht, geht Gold, geht Schwarz? Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich werde es euch zeigen. Vielleicht brennen die das auch so rein, oder? Ja, das kann sein, ne? Mit Laser. Auf jeden Fall nehmen wir euch mit. Danach gehen wir zu Starbucks. Danach gucken wir uns ein Fitnessstudio an. Danach gehen wir wieder nach Hause. Ich muss meine zweite Sporteinheit machen. Und dann gehen wir auf so eine Kunstausstellung, die ich gefunden habe. Da kommt auch eines der Party Animals mit, die Thalia. Ich glaube, der Sascha kommt nicht mit. Und Sascha, dann, ich komme, mach das mir auf. Und danach gehen wir zu den Party-Animals nach Hause und machen Movie Night. Also der Tag ist packed, full, Productivity. Hallo Hund. Wo ist der Mensch für den Hund? Ah, oh, da hinten. Okay, wir haben einen Hund gefunden. Nur gute Dinge, die heute passieren. Dürfen wir den Hund jetzt behalten? Der heißt Hunter. Bei uns heißt alles Hunter. Bei uns heißt der Hamster Hunter und der Hund heißt auch Hunter. Der ist sogar ein Hunter, der hat was gehuntet. Dann heißt der Hunter Hunter. Hunter Hunter. Okay. Okay, Vlog, es reicht. Jonas und Hunter kommen. Kann man nicht in den Vlog entführen? Ja, kann man, natürlich. Das ist Diebstahl. Boah, der ist ein Sachgegenstand. Du bist ein Sachgegenstand. So, hier habt ihr eine schöne Aussicht von Bonn. Da hinten hört ihr noch, dass da die Spinner von Extinction Rebellion eine Krise angezettelt haben. Wir sind Gott sei Dank zu Fuß unterwegs. Ja, ihr hört schon das Gehupe. Die haben sich zwar nicht festgeklebt, aber die blockieren die Straße. Und es ist irgendwie auch nur ein Polizeiwagen da. Mega weird. Vielleicht war das eine spontane Aktion. Der Jonas findet, wir hatten Glück, das zu sehen. Ich finde, ich wollte das ehrlich gesagt nicht sehen. Aber naja, hier Bonn an einem regnerischen Tag im April. Beautiful. Wir sind angekommen und wir sind leider nass und es ist echt voll. Unser Walk ist beendet, 45 Minuten und jetzt gucken wir mal, ob wir das hier finden. Noch ist nichts ausgeschildert. Also leider findet das nicht statt, obwohl ich zweimal eine E-Mail bekommen habe und die E-Mail jetzt ja auch vorgezeigt habe, aber irgendwie findet das nicht statt und es hat vor zwei Tagen stattgefunden. Ich war so, okay, cool, dass ich zwei E-Mails bekomme darüber, dass das heute stattfindet, als Erinnerung. Und dann findet es nicht statt und es hat schon stattgefunden. Aber es ist doch nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einfach dafür japanisch essen, weil das innerhalb meiner Diät in Ordnung ist und weil der Jonas Bock drauf hat. Und wir geben dann halt kein Geld aus für Stifte, was ja auch okay ist. Also für Bücher, meine ich. Ja, die Menschen hier waren leider, also die eine Dame war extrem unfreundlich, als ich nachgefragt habe. Und die anderen waren dann okay, konnten aber auch nicht weiterhelfen. Und es ist hier auch echt voll. Okay, what the fuck, ich bin richtig genervt. Dieses japanische Restaurant ist einfach aus allen Nähten geplatzt. Und wir gehen jetzt zum Starbucks. Es regnet einfach immer noch die ganze Zeit. Nieselt es mir in die Fresse mit dem Wind. Was? Ich bin jetzt schon richtig abgefuckt. Also dieser Tag läuft anders als gedacht und ich bin richtig genervt. So, wir gehen jetzt zum Starbucks. Wenn es jetzt keinen Kaffee mehr gibt, ich raste aus. Ich schwöre euch, ich raste einfach aus. Wir können da was zu essen holen bei diesem veganen Stand. Ach ja, aber irgendwas, ich habe so Hunger. Naja, wir gucken mal. So, der erste Erfolg des Tages. Wir haben endlich den Starbucks Kaffee. Oh yeah. Oh yeah. Was hast du für einen?
Ich habe ein Vanilla Latte. Was hast du denn für einen? Ein Karamell Macchiato mit extra Shot. Oh, das wusste ich ja überhaupt nicht. Ich war ja gar nicht dabei, als wir es bestellt haben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ins Fitnessstudio und gucken uns das an, in der Hoffnung, dass das nicht auch ein Fail wird, wie der Tag bisher. Aber wir haben unseren Kaffee. Das ist das erste positive Zeichen. Ab jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Es geht bergauf. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Unser Tag des Grauens geht weiter. Erstmal ist das Starbucks leer. Und wir waren jetzt in einem Fitnessstudio. Es hat uns leider nicht so gut gefallen, weil es einfach extrem voll war. Und dann habe ich eine Freundin von mir getroffen, habe sie gefragt, ist das immer so voll? Und sie meinte, das ist noch leer. Eigentlich ist es noch viel voller. Ja, und das Publikum war halt auch extrem jung. Da habe ich jetzt auch nicht so krass Bock drauf, mit den ganzen 16-Jährigen zu chillen die ganze Zeit. Und das war halt wirklich schon echt voll. Das heißt, das ist nichts. Schwierig. Jetzt wissen wir nicht mehr weiter, was wir jetzt machen sollen. Wir gehen uns jetzt, glaube ich, gleich noch ein anderes Fitnessstudio angucken. Wir müssen bei meiner Mutter noch die Post holen und irgendwo auch noch was zu essen finden. Und hoffen, dass wir nicht untergehen an diesem Tag des Grauens. Ein Tag des Grauens. Was sagst du dazu? Ich bin deprimiert. Ich bin kein Sportstudio. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich durch ganz Bonn gelaufen, haben alle Fitnessstudios abgeklappert und im Endeffekt sind wir jetzt bei John Reed gelandet. Und jetzt wollten wir uns da tatsächlich anmelden, weil die auch gerade ein Angebot haben. Und dann ging das nicht, weil der Typ, der da gearbeitet hat, irgendwie sein Passwort nicht dabei hatte. Und ich frage mich langsam, ob es einfach nicht sein soll. Richtig seltsam. Aber vor an sich war das John Reed bisher das Beste. Dann wollten wir jetzt bei uns um die Ecke von zu Hause bei einem asiatischen Nudelmann asiatische Nudeln haben. Und wir wollten sie tatsächlich mitnehmen. Und auch das hat einfach nicht funktioniert, weil die aber leider keine Mitnehmboxen hat. Man muss seine eigenen mitbringen. Leute, das ist unglaublich. Das Leben geht weiter. Der Jonas hat ein Bier. Ja. Ich krieg ja kein Bier. Wir sind einfach zu unserem Asiaten des Vertrauens, wollten wir gehen. Den gibt es nicht mehr. Und dann wollten wir zum anderen Asiaten die Straße runter. Der hat einfach Samstag seinen Ruhetag. Samstags? Welches Restaurant hat denn Samstag seinen Ruhetag? Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt bei Schatzi-Döner und ich habe jetzt einen Falafel. Dürüm und Dennis hat eine Falafeltasche. Und er hat Bier und ich nicht. Und jetzt gehen wir nach Hause und weil wir so viel Zeit vertrödelt haben, haben wir nicht mehr, Zeit für Nickerchen. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall essen wir jetzt das erste Mal, die erste Mahlzeit des Tages um 4:30. Das ist sogar für meine Verhältnisse spät. Und da hinten sieht es schon wieder aus, als ob es gleich regnet. Aber wir freuen uns trotzdem. Ja. Weil uns ist ja auch nichts Schlimmes heute passiert. Ja, nur pure Zeitverschwendung oder sonst. Pure Zeitverschwendung, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja manchmal einfach so im Leben. Wer weiß, wofür es noch gut sein wird. Und wir haben ja jetzt ein wunderschönes Falafel. Wenn uns jetzt davon noch schlecht wird und wir die Kotze reinbekommen. Wenn ich am Klo festklebe, dann wissen wir Bescheid. Dann haben wir, ja. Dann gibt es den nächsten Vlog vom Klo. Nein, schade. Nicht schon wieder. Das ist nicht Ostende 2.0. Nur, dass es diesmal in allen Seiten rauskommt. Hör auf, es kommt nirgendwo raus. Alles ist gut und wir sind glücklich und zufrieden. Ja. Und überhaupt nicht negativ. Wir haben ein neues Fitnessstudio jetzt. Ja, wir haben fast ein neues Fitnessstudio. Fast. Nur eine Online-Anmeldung sind wir entfernt. Eine Online-Anmeldung vom neuen Leben entfernt. Genau so, wie das Marketing es uns sagt. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Art Night-Special-Geschichte. Eine Kunstausstellung. Mal schauen, wie das wird, nachdem der ganze Tag so interessant war. Wir suchen jetzt unser Party Animal 1 und begrüßen sie gleich gebührend. Sie sollte an der Ecke warten auf uns. Mal sehen, es regnet immer noch. Es regnet und regnet und regnet einfach den ganzen Tag. Das ist so crazy. Aber das ist ja Gott sei Dank indoors. Und danach gibt's Movie Night! Hey? Ja? Die Freude ist gigantisch. Hier ist Party Animal Nummer 1. Wie excited bist du?
mega. Woher müssen wir? 14. Okay, ist das auf dieser oder auf der anderen Seite? Ja, die 6 und die 14 auf der anderen Seite auch. Hey, Vitali hat einen Plan. Also wir sind schon wieder raus. Ich habe euch ja jetzt ein paar Impressionen gezeigt. Es war extrem voll und es waren extrem viele junge Leute da, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber ich glaube, es liegt daran, dass heute Fernstadt ist und dass der Alkohol umsonst war. Normalerweise, der Alkohol ist umsonst. Ich wäre dabei gewesen, aber 75 hard. Und man hat auch echt schwer was bekommen, weil es so voll war. Was sagt ihr beiden dazu? Ich war gestresst. Der Jonas war gestresst, ist nach der Hälfte der Zeit rausgegangen und hat gesagt, ich warte draußen. Ja, überlegt, wie übertreibt man es nicht war, nach der Hälfte. Es war auch wirklich sehr voll. Man muss echt sagen, es war extrem voll. Und die Tillaia? Crazy shit, ey. Crazy, das war crazy so ein shit. Hipster-Saufen irgendwie. Ja, ich glaube, mit Eintritt wäre besser gewesen. Wo hast du das hier ein Scenic-Licht gerade? Boah, James Bond, nee, nicht James Bond, Sherlock Holmes ist da. Wenn der Jonas mal aus dem Bild gehen würde. Da hinten, wo Sherlock Holmes. Auf jeden Fall, ja, war das mal ein Erlebnis der anderen Art? Es reiht sich an in den Tag des Verzweifelns, an dem nichts funktioniert, wie es soll. Wir sind jetzt auf dem Rewe-Weg, auf dem Weg des Rewes, auf dem Weg zum Rewe, weil ich eine wundervolle Cola Light und einen Snack möchte. Was für einen Snack bekomme ich? Pistazien. Das ist das Einzige, was mir schmeckt und was ich darf. Pistazien. Ich darf. An sich glaube ich alle Nüsse essen, aber ich mag tatsächlich nicht so viele Nüsse, deswegen deine auch nicht, okay? Kannst du über dich selber lachen, ja? Nee, du weißt gar nicht, vielleicht habe ich an ein Einhorn gedacht oder was weiß ich. Jonas K. aus B. denkt den ganzen Tag an Einhörner, weil er eine Überdosis Cetirizin genommen hat. Ich denke auch an Einhorn. An mein Horn, Einhorn. Hör auf, immer nur an dein Horn zu denken. Stop it, okay, stop it. Ja, das machen wir jetzt und dann gibt es die Movie Night und ich weiß nicht, wie dieser Tag ist. Man soll sowas ja nicht sagen, aber ich weiß nicht, wie es noch schlimmer werden soll. Alles ist heute schiefgegangen. Mal gucken, vielleicht geht Talias Fernseher kaputt oder so. Nein, der ist neu, der ist von Sascha, bist du wahnsinnig. Talia, hör auf, deinen Fernseher kaputt zu machen. So, Freunde, das ist meine Healthy Snack-Auswahl. Healthy, hat auch nur 20 Euro gekostet. Healthy Lifestyle ist sehr, sehr teuer. Also wir haben den Randomizer entscheiden lassen und der hat dieses Mal entschieden, dass Talias Film gewonnen hat. Talia, was ist nochmal dein Film? Dark Shadows. Schweinitot. Dark Shadows mit Johnny Depp. Und du hast den Film gewählt, weil wir Karneval hatten und es dort um verkleidete Menschen ging, richtig? Ja. Karneval ist so lange her. Wir haben so lange keine Movie Night gemacht. Wir haben auf jeden Fall extrem viele Snacks und wir gucken uns jetzt Sweeney Todd an. Dark Shadows. Heißt der Sweeney Todd? Nein, der heißt Dark Shadows. Und das sind zwei verschiedene. Okay, also wir gucken uns Dark Shadows an mit dem gleichen Schauspieler von Sweeney Todd und werden dann berichten, was abgeht. Und snacken. Ich habe schon meine Hälfte meiner Snacks gesnackt und jetzt ist mir schlecht, aber ich muss trotzdem Pistazien snacken. Pistazien. Mm-hmm.